Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der F1 2018 Koop-Kette zusammen mit dem Jan. Hi! Hi, ich hab's gejinxt vor der Aufnahme, Leute. Ja, regnet. Hast du aufgenommen? Können wir reinschneiden. Boah, Japan und Regen ist böse, kann ich dir nur schon mal vorher sagen. Das ist jetzt Japan? Ja. Aber bitte mein, Versprecher nicht reinschneiden. ich nehme mal wieder für 5,4 Runden Benzin mit. Oha, und, ich auch. Es ist leichter Regen am Anfang. Das ist schon heftig, wie wir wieder dieselben machen. Sachen. Junge, was ist denn los? Wie wir dieselben Sachen machen. Ficken. Leute, wir haben gerade eben Russland aufgenommen. Ja, gerade eben haben wir Russland aufgenommen. Da sind wir richtig gut gefahren. Haben wir erster, ja, was war schon? Du schon. Ich bin auf jeden Fall stabil gefahren. Erster und zweiter ist auf jeden Fall auch richtig gut. An Japan kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe keine Ahnung, was das war. In echt war Japan auch für uns das letzte Rennen, was in echt gefahren wurde. Für euch wird wahrscheinlich USA das. In echt. Oh nein! Aber wait, ich erinnere mich doch. Ich glaube, letztes Jahr hat es auch geregnet, in F1 2017. Da hat es, glaube ich, auch geregnet. Ja, das kann so ziemlich gut sein. Das, ich weiß ungefähr noch, was passiert ist. Das war eins der letzten Rennen, glaube ich, oder so. Ja, ein bisschen weiter hinten auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich in der letzten Sekunde, war ich noch auf Platz 2 und habe vor der Startziel noch auf Platz 1 überholt, also Platz 1 überholen war auf Platz 1. Das war, glaube ich, das Rennen. Ich glaube. Und das im Regen. Ja, egal. Auf jeden Fall nehmen wir das aus beiden Sichten auf. Könnt ihr euch beide Sichten angucken. Der andere Kanal ist verlinkt. Beim I war der gerade eben schon. In der Tat. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben gerade Russland aufgenommen. Also ein bisschen eingefahren sind wir. Die Strecke ist natürlich immer noch ein bisschen Neuland. Auch wenn man sie schon kennt, muss man sich erst ein bisschen eingrooven. Auch natürlich für mich das erste Mal mit Lenkrad, in die Strecke. Guten altbekannten Flo. Oder? Ich glaube, die hast du letztes Jahr auch schon mit Lenkrad gefahren. Verdammt. Stimmt, das war beim letzten Mal, wie gesagt. Ja. Egal. Aber ja, danach kommt, nach der Strecke kommt USA und USA wird für uns in echt morgen gefahren. Ah, morgen, echt, okay. In USA. Cool. Das heißt, wir sind ziemlich im Plan der echten Saison jetzt gerade schon fahren. Ja. Das ist ziemlich krass. Wow! Ja, wir werden sogar ein bisschen schneller fertig sein wahrscheinlich. Ja, wir haben ja letzte Folge richtig gut Punkte geholt. Und ich bin echt gespannt. Ja, ich habe 20 Punkte Abstand auf Platz 1 jetzt. Das heißt, in direkter Reichweite. Ja. Was ich natürlich mal direkt auch hart ausnutzen will. Und direkt schon die erste Kurve verkacke. Ich bin direkt hinter dir, habe aber, also in der Rangliste, habe aber 19 Punkte Abstand zu dir. Heißt insgesamt 39 auf Platz 1. Ist auf jeden Fall schon mal nochmal ein ordentlicher Abstand. Danke Hartley, dass du mir die Runde versaust. Fick dich einfach. Er fährt genau dann aus der Box und auf die Ideallinie in der ersten Kurve richtig abbremsen. Danke dafür auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass wir dieses Mal... mich hat's gedreht. Das ist natürlich unpraktisch. Ich werde die Runde nicht zu Ende fahren. Das ist nicht geil. Hauptsache, du kannst noch eine Runde fahren. Ja, ich bin nicht kaputt gegangen. Jedenfalls hoffe ich, dass wir jetzt immer noch gut fahren. Oh, ich fahre überhaupt nicht gut. Ja, mich dreht's. Oh Gott, ich habe Hartley geschrottet. Ha, so ein Opfer. Ich glaube, in derselben Kurve... Fünf Platz Grundstrafe! Oh Mann. Nicht dein Ernst! Es war halt nicht mehr Absicht. Ich konnte dafür nicht. 100%, du hast dich genau in derselben Kurve gedreht, wo ich mich auch gedreht habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß doch nicht, wo du dich. Ich hab's auf der Karte gesehen. Da rechts vor der Brücke. Ja, ja. Ja, okay. Und ich bin halt auf die Strecke zurückgerutscht und Hartley ist einfach in mich reingefahren. Dafür kann auch ich nichts. Er ist doch einfach in mich reingefahren. Okay, erster werde ich auf jeden Fall schon mal nicht. Kann ich auf jeden Fall direkt aufgeben. Ja. Du wolltest dich aber dementsprechend trotzdem weit vorne platzieren, damit du immerhin im Mittelfeld startest. Komm, ich will den auch noch rausrammen. Oh nein! Hey, wo fahre ich denn hier zur Box? Bin ich jetzt vorbeigefahren? Oh, ich habe ihn tatsächlich rausgerammt. Das war keine Absicht. Oh nein! Das war keine Absicht. Ich habe nochmal 5 Plätze, ja, danke dafür. Ich baue gerade nur Scheiße, was mache ich? Ocon! Sorry Leute, das war keine Absicht alles.
Was ich noch sagen wollte. Ocon! What the fuck? Okay, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar gucke ich hier nebenbei Bundesliga, beziehungsweise gerade zweite Bundesliga, Fürth gegen Bielefeld. Das habe ich schon in der letzten Folge, die wir ja gerade eben aufgenommen haben, habe ich das Spiel angefangen zu schauen. Wie viele Autos sind hier eigentlich? Und in der Zwischenzeit, so in der Pause von der letzten Aufnahme zu dieser, hat Fürth 2 Tore gemacht, steht jetzt 2-2. Das Spiel ist für euch wahrscheinlich schon eine gute Woche her, aber ist ja egal. Wird das eigentlich instant repariert oder nicht? Was? Ja, der Frontflügel oder irgendwas. Ja, da muss man nichts machen. Ist hier noch nie der Frontflügel kaputt gegangen? Ich weiß es nicht, glaub nicht. Also wenn, dann bin ich immer direkt rausgeflogen. Sehr gut. Ich weiß. Ja, ist hier kein DRS? Oh Mann, okay. Hier gibt's nur ein DRS auf der Strecke. Wo? Alter, ich werde von 3 Autos, wurde ich jetzt in dieser Runde blockiert. Das gibt's ja nicht! Scheiß Grosjean und alle anderen auch. Sind alle doof. Hat auf den ersten Platz gereicht. Ja. Zumindest Stand jetzt. Also ich starte schon mal nicht in den Punkten. Das ist halt richtig scheiße. Das ist tatsächlich ein bisschen doof. Und auch noch im Regen, Alter. Oh, stimmt. Oh, Mann. Ich sag ja, zweimal ineinander kann es aber nicht klappen. Aber dafür kann man, was das, ja, das bringt dir jetzt nicht so wirklich viel, aber man kann sich die Reifen relativ. Ich bin direkt hinter dir. Wobei. Vielleicht startet man gar nicht im Regen, ne? Eher auf Nassreifen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das kann sein. Boah, das wird wieder so eine. Abfuck. Ja. Das wird echt ein Abfuck. Wenn man nicht auf Regenreifen startet, dann wird es echt ein Abfuck. Hier bin ich rausgeflogen in der Kurve. Ja, ich auch. Cool. ja. Ich hab da auch so immer ein bisschen durchdrehende Reifen und hab mich jetzt hier gerade auch schon, wo ich relativ langsam gefahren bin. Was soll ich dazu sagen? Mein Heck so ein bisschen läuft unrund. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hab, wie gesagt, letzte Folge, Ende. Du musst alles geben. Ende letzter Folge. Du bist letzte Folge ultra gut gefahren. Ich weiß, danke schön. Du bist richtig gut gefahren. Danke, das. Oh, also, was für ein Lob. Den Start. Ja, aber ist halt so. Ja, das wollte ich Ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, zweimal hintereinander kann es halt einfach nicht gut klappen, weil es bisher nie zweimal hintereinander gut geklappt hat. Es muss aber jetzt irgendwie, ne? Weil sonst habe ich in der Rangliste ziemlich hart verkackt. Wir wollen ja auch in der Konstrukteursmeisterschaft weiterkommen. Und also ich meine, wenn du den Start nicht verkackst, ne, und dir da irgendwie was kaputt machst, ich meine, selbst wenn du keinen Platz gewinnst beim Start, dann ist es trotzdem immer noch relativ gut. Ich glaube, die bremsen tatsächlich relativ früh, weil diese Ideallinie zeigt einem immer an, dass man irgendwie schon so vom Gas runtergehen soll am Anfang. Aber man kann ja immer noch mit Vollgas ziemlich lang weiterfahren. Also auch im, da steht ja irgendwie, wird die Ideallinie gelb, wo es so leicht in die Kurve von Start Ziel reingeht. Aber ich gebe da einfach trotzdem noch weiter Vollgas. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da nach dem Start gut auf Bots auffahren kann, weil die dann vom Gas da schon runtergehen. Das kann es. Deswegen da ein bisschen langsamer sind. Aber wenn du dann irgendwie an der Seite, am besten rechts, ja, vorbeifährst, kannst du da vielleicht auch viele überholen. Das wäre natürlich praktisch. Ich weiß auf jeden Fall, so wie ich das in Erinnerung habe, habe ich in F1 2017 bin ich im Qualifying rausgeflogen, weil es da schon geregnet hat. Und ich war dann letzter und war am Ende des Rennens erster. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht ganz genau, ob ich erster war oder ob ich nur irgendwie weiter vorne war. Aber ich war auf jeden Fall ziemlich. Vor der Startziel habe ich auf jeden Fall ziemlich nochmal krass einen Platz überholt. Und ich war auf jeden Fall letzter am Anfang an. Also so schlecht bin ich hier nicht gefahren. Keine Ahnung. Aber ich fahre jetzt. Jetzt fahre ich hier schlecht. Guck dir gerade zu. Ja, ich war auf jeden Fall weil nicht gut. Ich habe knapp über eine Sekunde Vorsprung auf Platz 2. Muss ich nicht unbedingt. Also ich werde das beobachten, aber ich meine, selbst wenn du mich überholst, weil also meine Runde war nicht perfekt, nee, aber. Ich bin richtig schlecht. Ich meine, wenn du dich nur so auf Platz 10 platzierst, dann schaust du von ganz hinten. Ja, ich weiß. Ja, die erste Runde war richtig schlecht, gell. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal reinhasseln. Hier bin ich richtig schlecht gefahren, hier am Anfang.
Der erste Sektor. Und ich habe bis jetzt überall lila. Wow. Im ersten Sektor traue ich mir nicht viel. Sind gerade. Ich finde die Ecke, die Strecke eng. Alter, ich verspreche mich die ganze Zeit, Mann! Die Ecke fast streng, Alter, was ist mit mir los? Fast jeder ist in der Box. Einer fährt gerade noch eine Inlap. Also, das heißt, du hast jetzt gerade absolut frei. Ja, das ist ja immerhin schon mal ein kleiner Vorteil. Ich bin so aufgeregt, dass ich mich die ganze Zeit verspreche. Wieso kann ich dich nicht auf Vollbild bei mir machen? Das ist richtig dumm. Dann könnte ich Screenshots machen. So ist es nur so ein ganz kleiner Bildausschnitt. Das ist tatsächlich richtig dumm. Auf dem Temporadar bist du Platz 18. Nice. Hört sich nicht sehr gut an. Ja, wobei die Runde jetzt echt deutlich besser ist als die vorherige. Oh, das sieht gut aus. Ist das die Pole, also die rein theoretische? Ne, zweiter. Platz 2. Du bist in allen Sektoren langsamer als ich. Wie viel insgesamt? Insgesamt eine halbe Sekunde. Und wie viel, wo bin ich am schlechtesten? Welchem Sektor? Am schlechtesten bist du in Sektor 1 tatsächlich. Ja, hab ich's gewusst. Also Sektor 2 und Sektor 2 sind wir richtig da nah aneinander. Sektor 3, 1/10 ungefähr, sogar auch eigentlich ein bisschen weniger. Aber Sektor 1 halt... ja, gut. 7. 4/10. 4, ne? Ja, da 4 und in den anderen ungefähr insgesamt dann 1 und deswegen damit 0,576 Sekunden Abstand. Aber kannst du noch rausfahren? Ja, eine Runde fahre ich noch. Es wäre eigentlich viel klüger, wenn ich Erster bin. Ja, wollte ich gerade sagen, deswegen fahre ich auch nicht weiter, weil das wäre... Jeder Platz, den du weiter vorne bist. Oh, halt Fürth hat ein Tor gemacht! Die haben das Spiel gedreht, 2-0 und jetzt steht es 3-2. Was für Maschinen, Alter! Können wir diese geile App jetzt noch nicht runterladen, aber ich muss jetzt weiter. Die ist echt voll gut, Mann. Ja, egal. Du musst jetzt bei Kicker. 0-0 steht, Alter, bei allen. Oh ne, Köln, Fortuna Köln. Führt gegen Cottbus 2-0, aber das interessiert absolut niemanden. Yes, Alter, ich hab die Hoffnung schon ein bisschen aufgegeben nach dem 2-0. Natürlich sind die nicht so schlecht in dieser Saison. Die Braunschweiger müssen mal so geil sein wie die Fürther. Und also Fürth ist eigentlich nicht so geil, aber diese Saison anscheinend... Guck mal, sie drehen hier einen 2-0 Rückstand. Ja, ein 2-0 Rückstand, dass sie das gedreht haben. Und das auswärts, oder? Ja. Alter, ich würde mich da so als Heimfan so richtig... behindert fühlen. Das ist jetzt wieder eine schnelle Runde, oder? Das ist eine schnelle jetzt, ja. Oder soll hoffentlich eine schnelle werden. Okay, du hast immer noch absolut den Shrine Track, glaube ich. Ah, what? Oh, jetzt. Jetzt zieh ich an, Alter. Lila Sektor. Jetzt die Kurve wird schwer. Oh ja, hat er gemeistert. Oh, gut raus beschleunigt, hat er Spaß. Ich krieg hier nur Lob, das ist so geil. Oh, schön um die Kurve, ja! Das sieht gut aus. Oh, wunderschön. Da fliegen die Funken. Das ist auch immer ganz essentiell wichtig. Weil ohne fliegenden Funken da. Oh! Das ist immer nicht ganz so geil. Ey, wehe, mein Benzin geht jetzt aus. Ey, das wird richtig knapp, ne? Scheiße. Hör doch auf. Ich hab einen lila Sektor. Fickt euch alle. Komm, du holst dir den ersten Platz. Ja, also den 10. Ja, macht ja nichts. 10. Ja, Punkte. Nee. Ich hab's im letzten Sektor richtig verschissen. Ich hatte minus eine Sekunde und im letzten Sektor auf einmal minus 2. Also 0,2. 8 Zehntel. Mir hat das noch nicht so ganz... 8 Zehntel verschissen, Alter. Also erster und zweiter Sektor sollte mir gehören. Ja, das ist auch so.
Aber irgendwie hat er das noch nicht so ganz aktualisiert, dass der Abstand ist immer noch. Also nee. Hat sich. Ja, nur ganz, der Abstand ganz gering. Nee, der ist im, bei mir steht plus 0,548. Ja, kann ja sein. Aber davor war es 0,57 irgendwas. Ja, okay, dann müsstest du es richtig hart verschissen haben. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, war es auf jeden Fall richtig verschissen. Kann sein, dass ich es noch härter verschissen habe, aber ich weiß es nicht. Also dann hättest du dich nur minimal verbessert. Also aber erst in zweiter Sektor war ich ultra krank einfach. Das kann nicht sein, ja. warum habe ich das im letzten Ding verschissen? Also erster Sektor warst du, würde ich nur Millisekunden schneller als ich. Aber im zweiten Sektor war es eine halbe Sekunde schneller als ich. Gibt es Elfmeter für Fürth oder was pfeift der da gerade? I don't know, ich sehe es leider nicht. Irgendeiner liegt richtig hart am Boden, der hat ihn richtig weggefetzt. Also irgendwie sieht das hier, kommt mir das hier. Junge, wie der heult, Alter. Der heult ja richtig hart. Der hat ihn richtig weggefetzt. Das war doch im 16. Du musst jetzt an die Box fahren, ne? Alles, ja. Ja, das war im 16er. Alter, der Torwart hat ihn richtig umgehauen. Kannst dich. Gibt's ja wieder dafür. Alter, der hat ihm das Bein. Junge! Der Torwart ist rausgerannt, hat sich am Boden gelegt und das Bein nach oben gestreckt. Also so richtig nach oben. Gibt's eine Karte das Bein, oder so? Das Bein ist richtig in den Bauch vom Fürther reingegangen. Junge! Die liegen beide richtig am Boden. Der eine heult richtig. Alter, was ist hier los? Okay, Reike. Und dieses Tempo ist so angenehm, Alter. So geil. Und alle kommen. Alle sind hinter mir. Yo! Tschüss! Was ist wieder mit Hamilton? Hey, was ist mit Hamilton los? Der hat eine Zeit gefahren, ist auf Platz 18. Komm bitte, mach einfach Elfer und hau ihn rein. Ich weiß nicht, ob es Elfer gibt. Normal muss, Alter. War das Abseits oder irgendwas? Es muss. Dafür muss es doch einen Elfer geben. Der hat ihn so weggefickt. Hört sich ja auch danach an, als müsste es da eben eine Karte geben. Ja, hat er bestimmt schon gegeben. Ich hab's nicht gesehen. Raikön 3, Vettel 4. Er rennt einfach 5. weg. Der führt dann einfach weg. Ey, was ist denn jetzt? Okay, der Schiri geht zum Trainer. Oh, die Kameraaufnahme ist beendet. Ist immerhin Synchro. Ja, wobei Mercedes haben wir sowieso, wenn wir gut fahren, gleich überholt. Also dass Hamilton nicht so krass ist jetzt gerade und auch von ganz hinten startet, bringt eigentlich auch nichts. Hamilton so viel. Startet auch von hinten. Nee, er ist Dritter. Ah, er hat noch eine Zeit. Oh. Was ein Bullshit. Drei. Hat er doch noch geschafft. Also, oh, das ist. Oh, das ist aber immerhin, ich meine, gar nicht. Also für dich natürlich geht's aber insgesamt für uns. Wenn wir 1 und 2 schaffen sollten, natürlich nur, ist es gut. Ansonsten ist es schlecht. Perez bekommt aber auch 5 Plätze Grid. Was vielleicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was ist. Es gibt Abstoß für den Torwart. Bleibt bist du dann doch Platz 10. Naja, das schauen wir jetzt. Das glaube ich auch. Ich glaube, ich bin Platz 10. Okay, es wird spannend auf jeden Fall. Ich muss richtig gut fahren, um hier noch was zu reißen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Stimmt. Und das muss auch erreicht werden. Oh Mann. Führt keinen Weg vorbei, ne? Oh, okay. Oh, ganz am Ende. Ganz am Ende soll es aufhören zu. Ja, trotzdem zweimal Intermediates, definitiv. Ja. Alter, was ein Abfuck. Okay, sehr leicht. 28 Runden. Ich mach genau 27. Oder 27,2 oder so. Ich verbrauche eigentlich im Regen immer, also ich verbrauche sowieso immer mehr. Ja. Immer mehr Regen. Du brauchst echt immer mehr. Nee, ich mach 37,4 dann. 51 Kilo glatt. Okay. Ja dann. Dann habe ich 1,2 Kilogramm mehr. Bin ich 10. Müsste ich, ne? Steht jetzt noch nicht da. Ne, ich bin 11. Hä? Hä? Okay, Hamilton. Oh fuck, ich bin schon losgefahren. Und die fahren alle nicht.
Das wird relativ, Alter, relativ Abfuck. Scheiße für mich. Ein Start im Regen. Hatten wir das schon? Ja, hatten wir safe schon. Aber. Fuck. Fuck. Junge, warum regnet es denn so hart in jedem zweiten Rennen? Oh mein Gott, Raikön hat mich in der Einführungsrunde rausgerammt. Ich stehe am Start. Was ist das für ein Spasti, Alter? Steht der auch am Start? Ja, der steht auch. Ja, immerhin Start. Etwas, Alter. Was für ein Spasti? Ey, ich habe, glaube ich, auf Mager gestellt aus Versehen und mein ERS komplett aus. Ja, deswegen habe ich, also dafür habe ich Hotkeys. Für sonst, für kein einziges Programm habe ich Hotkeys, sondern für nichts eigentlich. Aber dafür habe ich tatsächlich Hotkeys. Ich stelle das dann immer um. What? Warte. Er hat mir gerade gesagt, Regen geht in 5 Minuten vorbei. Ja, danach wird's leicht regnen. Hat er gerade zu mir gesagt. Ah, okay. Der Regen zieht in 5 Minuten vorbei, danach wird es nur noch leicht regnen. Ja, guck dir das jetzt mal an, Alter. Das ist ja der Tod einfach. Oh, okay. Wie soll ich hier fahren? Wie soll ich hier fahren, ohne dass irgendwas passiert? Also ich werde auf jeden Fall beim Start gleich überholt. Ich werde beim von Start Hamilton auch überholt. Oder ich fliege beim Start schon raus. Also von Hamilton und Raikön werde ich wahrscheinlich überholt. 6 Minuten Nachspielzeit gibt's einfach. Junge! Du musst eigentlich gleich zu Braunschweig umschalten. Ja, mach ich gleich. Ich lass mal ein bisschen den Bot fahren. Auf Regen habe ich eh keinen Bock. Oh, das war richtig knapp. Der Bot fährt besser im Regen jetzt. Nee, glaube ich nicht. Nein. Kleeblatt. Mann, das ist so dumm, dass ich jetzt hier nicht einstehe. Wie er auch noch meckert, Alter. Dass wir lang brauchen würden. Willst du mich verarschen? Es regnet ultra. Ja, trotzdem. Chill mal. Ich stehe hier die ganze Zeit und ich. Ja, kann das ist echt dumm, das finde ich echt dumm. Da kannst nur sobald die Ampeln anfangen, dann kannst du es einstellen. Das finde ich dann gut, dass ich mit Hotkeys kann ich einfach zack, zack, zack und dann ist es hochgestellt. Das kannst du jetzt leider nicht so machen. Aber wir kommen auf jeden Fall. Wir sind da. Ich start links, ne? Das ist voll hässlich. Der Asphalt ist. Ich start links, das ist voll dumm. Das ist echt richtig scheiße für dich. Ich start auch links. Ja, aber du bist halt wenigstens vorne. Was für vorne. Mich als erster nicht schlecht ist eigentlich, generell gesehen so. Aber ich bleib, ich steck zurück, glaube ich. Ich will da nicht reingehen. Ich habe keine Ahnung, wie der Start jetzt aussehen wird. Nicht das gut. Wird absolut nicht. Das weiß ich auch. Stell schnell hoch. Viel Glück. Oh, der war voll gut. Von wem? Von mir. Nicht. Ich sehe nichts! Ich sehe einfach nichts! Nicht gut. Ich fahre an allen vorbei, habe ich so das Gefühl gerade. Außen, Alter. Unerlaubtes Überholen! Deine Mom! Ja, hatte ich auch. Fick dich! Ja. Oh, ich wurde gedreht. Ich sehe es. Hi. Scheiße, Dreck, echt. Ich sehe halt nichts, ne? Das ist so viel. Okay, ich bin letzter. Die ballern mir das ganze Wasser in mein Gesicht ein, ha? Ja, Dito. Oh, das ist ja richtig scheiße, dass du jetzt auch noch hinten bist. Ich war, glaube ich. Ich bin letzter, aber ich habe meinen Wagen gerettet. Ich war fünfter, weil ich die alle außerhalb, also was heißt außerhalb, so von außen halt, die äußere Kurve überholt habe. Und dann auf einmal unerlaubt zu überholen, bremsen, war ich wieder Elfter. Danke dafür. Ja, ich wurde auch nur rausgekickt, weil ich unerlaubtes Überholmanöver hatte. Ja, verstehe ich nicht. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich einen gelben Frontflügel, weil die standen quasi hier gerade in der Kurve. Och Mann, es kann nie. Es kann echt nie. Zweimal hintereinander sowieso nie. Hamilton ist, glaube ich, erster, Bottas zweiter oder so. Danke dafür, auf jeden Fall. Mann, das hat die Saison. Oh, jetzt habe ich doppelt gelb. Sogar. Was machst du denn? Ja, Sirotkin. Ah, der. Man kennt ihn. Oh, da liegt der nächste Fürter und heult, Alter. Aber diesmal war es im eigenen 16er beim Eckball, beim Kopfball. Die schinden jetzt ein bisschen Zeit, aber ist ja egal. Habe ich nichts dagegen. Oh, Alter. Diese Bremsen, die hier nicht so krass. Ja, Hamilton ist auf jeden Fall erster. Okay. Aber im Regen geht das eigentlich mit dem Frontflügel. Ja, aber nicht so leicht mit dem Überholen und rankommen und was auch immer.
Aber ihr dürft auf jeden Fall nochmal alle Daumen drücken, die ihr habt. Ja. Deswegen also ich muss mich jetzt richtig konzentrieren. Wenn ihr drei habt, das ist auch okay. Einfach mal einen Daumen drücken in die Kommentare. Oh, da kam die Leitplanke ja so nah. Die Bande hier, Alter. Also man kann ja so krass lang mit hier ERS überholen fahren, das ist ja krass. Ich bin immer noch bei 100%. Ich bin lila Sektor übrigens gerade gefahren. Bin einfach immer noch bei 100. Ich bin die ganze Zeit auf Fett gefahren, Alter, bin ich dumm. Ich nicht, ich hab das direkt nach dem Start runtergestellt. Ich hab's vergessen. Ich bin jetzt bei minus 20. Wie bei minus 20? Ja, minus 0,20, Alter. Ja, als ob ich in zwei Runden 20... als ob man sich das nicht selbst erklären kann, Alter. Ich wurde gedreht, oder ich habe mich mehr oder weniger selber gedreht. Beides so ein bisschen. Ach, komm, ey. Ist doch bei scheiße, Alter. Beim Stoß mit einem anderen. Jetzt bin ich wieder 20. Ach Mann, ich war gerade 16. oder so. Achtung, Achtung. Oh, gelbe Flagge! Was ist da los? Gar nichts. Alles Regen. Die sind alle, haben alle abgebremst. Wenn es mal nicht regnen würde, ja, ist halt echt, wäre das nicht so schlimm. Ich kann einfach nicht fahren. Das ist unmöglich einfach. Es geht nicht. Wie vielter bist du denn gerade? Neunter tatsächlich. Hä, neunter? Okay, cool. Okay, gleich holt mich jemand. Nee, doch nicht. Ich hab zugemacht. Jawohl, aber... War eigentlich nicht schlecht. War echt nicht schlecht. Ich aber... schon. Aber halt gerade beim Überholen hatte ich halt gerade einen kleinen Crash. Und deswegen habe ich mich komm halt nicht zum wurde Überholen. Von allen wieder zurück überholt. Boah, im ersten Sektor halten die einen so auf. Er sagt, er lobt mich wenigstens. Mich loben irgendwie alle jetzt. Er sagt, du machst das echt gut. Wir erwarten noch 10 Minuten weiteren Regen. Ich hab okay, Spiel zu Ende, Fürth hat gewonnen, Alter, 2-0, Führung geht einfach, 3-2. Ich hab gar keine Vorstellung gerade, wie das Rennen hier ausgeht. Ich auch nicht, ich hab auch keine Ahnung. Hoffentlich einfach gut. Mega geil, Alter, das hätte ich niemals gedacht, dass die hier gewinnen, 3 Tore noch machen in der zweiten Hälfte. Läuft, auswärts das Ganze. Aber kann man auf jeden Fall langsam zum Fürth fahren. Der Überholen ist ja ultra sick einfach nur. Muss auch viel mehr auf ERS Überholen fahren. Vor allem wenn man überholt. Ach, du kannst aber hier auch auf Hotlap, weil ich verbrauche gar nichts. Ich verbrauche auch nichts. Ich habe 86 und fahre jetzt die ganze Zeit auf Hotlap. Ja, ich habe 82. Tut mir leid. Also wie gesagt, ich fahre eigentlich... Alonso. Hey! Bisschen unfair, aber ich bin jetzt Achter. Ich habe ihn ein bisschen gekickt, er hat mich durch die Strecke geschoben. Mein erstes richtig... Ich bin 17. jetzt. Hier. Lässt noch auf sich warten. Das war auch so ein hässliches halt wieder. Wir müssen uns halt nach vorne arbeiten. Vielleicht schaffen wir es. Nur ein bisschen wenigstens. Ja, die Frage ist halt wirklich, wohin wir es schaffen. Ja. Das ist echt eine schwierige Frage. Kann man nicht beantworten. Jetzt noch nicht. Leider nein. Ha, wir könnten halt wirklich so einfach durch erste und zweite... Wären wir auf jeden Fall an Mercedes vorbei und so weiter und so fort. Aber so ist halt wieder so, okay, nicht okay. What the fuck? Und dann sogar noch, also bei dir halt mit der Gridstrafe, scheiße, du startest irgendwie, aber im Rennen ist bei dir ja noch nichts Doofes passiert. Aber weißt du, ich muss wen vorbeilassen, werde dabei von einem Bot von der Strecke gerammt, weißt du? Ja, schon wieder so eine komplette Scheiße einfach. Das ist tatsächlich echt einfach nur hässlich. Wer war's denn? Hast du mitgekriegt? Nee, das weiß ich nicht. Mann, fahr doch mal, Ocon, Alter. Ich hätte ihn jetzt überholen können, aber in dieser Kurve ging's nicht. Oh, ich habe gerade richtig viele Autos vor mir. Hat 16 bis 10 oder so, ungefähr, würde ich mal fast sagen. Ja! Hey, Alonso!
Junge! Verwarnung mit Alonso, Alter, fick dich doch, Spiel! Er ist mit seinem Reifen gegen meinen Frontflügel gefahren, hat mich ultra nach außen gedrängt dadurch. Nein! Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Alter! Wo bist du denn? Änderung. Oh lol! Schnellste Runde, du bist direkt hinter mir, what the fuck? Das war nicht ganz regelkonform. Aber solange nichts passiert ist, so krass. Doch, ach so. Oh nein, oh fuck. Ich wurde durch ein anderes Auto, weil ich mit Vollgas in ihn reingefahren bin, abgebremst und deswegen habe ich eine schnellste Runde bekommen. Ey, ohne Spaß, na Alonso, es war ein bisschen schneller als ich. Und dann ist er einfach an mir vorbeigefahren, hat meinen Reifen oder meinen Frontflügel irgendwie getroffen, ich glaube meinen Reifen sogar, hat mich dadurch so 3-4 Meter nach rechts gekickt, ist einfach weiter gepaced und ich bin, hab eine Verwarnung bekommen. Ich war natürlich der Schuldige, ne? Bin ich wieder 10. Die Reifen Alter. Aus. Alter. Gelbe Flagge hinter mir, was war? Bist du da? Ja, wir sind hier gerade in einem Ultra-Pulk, deswegen. Die ersten paar, die fahren voll weg wieder, ne? Ja. So heißt es. Ich überlege, ob ich jetzt an die Box gehe oder nicht. Also, die Autos hier hinten, die relativ langsam sind, die kann ich noch richtig gut überholen. Und mir hat er sogar nur vorgeschlagen, dass ich wirklich nur. Also, ich habe eine alternative Strategie vorgeschlagen bekommen und ich muss nur einmal an die Box. Trotzdem. Ja, okay, dann ist okay. Aber laut der Reifenabnutzung, die ich hier jetzt gerade so sehe, würde ich fast sagen, nee, stimmt nicht ganz. Je nachdem, ob man nochmal auf Trocken wechseln muss. Glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht, keine Ahnung. Kann ja sein, aber. Bleib. Warte, wann fährt man normalerweise? Guck mal bei dir, wann man normalerweise in die Box fährt. Ich kann das nicht mehr sehen bei mir, weil ich die andere Strategie schon angenommen habe. Oh scheiße. Oh scheiße, ich muss in die Box. 13 bis 17. Oha, okay. Also, da stand drin 13. 13 Runden und dann 10 Runden oder so nur. Ah, fuck, ich hätte an die nicht Box 10, gehen müssen. Scheiße, 14. Jetzt hätte ich von anderen überholt, weil ich im ersten Sektor richtig scheiße fahre mit dem Frontflügel. Mist. Also ich warte nur darauf, dass es mich jetzt mal in die Bande haut. Das war so knapp gerade schon wieder. Irgendwann kommen. Ah, ich war gerade fast Platz 10 oder so. Ja, ich weiß, Box, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte an die Box gehen müssen. Verdammt. Scheiße. Das hat jetzt Zeit gekostet. War so gut unterwegs, war richtig gut unterwegs. Ich meine, ich bin ja so in der Zeit gefahren. Das mit komplett gelben Frontflügel. Also bist du dann zum Schluss sogar rot. Ich sehe wieder gar nichts. Nichts. Es ist so krank. Das heißt nichts, ich sehe schon was, aber. So krank, ey. Du doofer Frontflügel, was ist denn jetzt hier los? Wieso klappt denn das hier alles nicht so, wie es sein soll? Was wir machen, ist doch echt lebensmüde. In solchen Bedingungen F1 fahren. Ich glaube, Alonso steht jetzt draußen. Boah, Eriksen. Ich habe Alonso wieder so mitgenommen und habe ihn nur ein bisschen rausgeschoben. Und meine Box sagt, super Überholmanöver, gut gemacht. Ich bin in der Box, ich werde das Letzter sein. Die Letzten werden die Ersten sein, denke mal dran. Man kann ja durch. Oh, ich werde sogar. Ah, ne, ich wollte nicht überrundet, ich dachte gerade. Oh, ich werde sogar nicht Letzter sein. Komm als 18. raus. Was? Okay, also jetzt bin ich. Es gibt übrigens keinen 20. mehr. Offensichtlich. Ne, gibt's nicht mehr. Okay. Wäre jetzt interessant zu wissen, wer rausgeflogen ist. Ein Mercedes oder
Mercedes oder Ferrari. Das ist natürlich nicht. Die sehe ich auf der Karte. Das wäre natürlich praktisch, Alter, wenn es wieder irgendwie... Die Reifen sind so kalt. Alter, rutscht das. Junge. Ich bettel mich mit Ocon. Junge, ich rutsch nur. Komm, Ocon, fick dich. Warum ziehst du wieder vor mich und bremst mich aus? Fünf Minuten bis Ende der Regenfälle, hat er mir gesagt. Ja, dann regnet es nur noch leicht halt und die Strecke ist immer noch absolut nass. Alter, man muss seine Reifen so krass warm fahren. Das ist so ekelhaft gerade mit den neuen Grünen. Ich gewinne einfach ERS. Obwohl ich volle Kanne fahre. Mit ERS meine ich halt auf Hotlap. Ja, ich habe auch 100%. Hey Ocon, du bist doch... Was ist denn mit dem? Der ist doch lebensmüde, ist der. Ich ziehe in die Kurve rein und er geht noch enger. Ja, danke Box, für diese Aufmunterung. Er sagt, achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst, Alter. Ist das eine Prediction oder was ist das? Immerhin habe ich jetzt hier leere Strecke und kann richtig Gas geben. Boah, ich mache hier nie Gas geben kann ich nicht. Wenn vor mir jetzt nicht so viel los ist.